Liebe Politiker, am 24. September ist Bundestagswahl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Thema Landwirtschaft in diesem Wahlkampf vermisst. Bei keiner der Diskussionen im Fernsehen waren wir ein Thema. Was ein Thema war bei allen Parteien, war der Erhalt des bäuerlichen Familienbetriebes. Wobei ich ganz ehrlich gesagt glaube, dass das ein Auslaufmodell ist. Dadurch, dass wir immer mehr Auflagen und immer neue Regelungen bekommen, hören auch immer mehr kleine Betriebe auf und geben an größere ab. Das heißt, die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe wird weiter abnehmen, auch wenn ihr uns immer wieder etwas anderes versucht klarzumachen. Glauben tue ich euch das persönlich nicht mehr. Ein nächstes Thema sind die Subventionen. Die einen wollen sie sogar abschaffen, andere sagen, sie müssen umgeschichtet werden. Da wird von der ersten Säule gesprochen, von der zweiten Säule. Ich könnte aber auch als Landwirt sagen, rechte Tasche, linke Tasche. Und bei den Beträgen, über die wir reden, ist das für mich, glaube ich, nicht wirklich wesentlich. Was ich nur befürchte, ist, dass die Bürokratie damit noch mehr zunimmt. Dann wäre da noch das Thema Gentechnik. Ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Ich arbeite nicht mit gentechnischen Produkten und sehe auch nicht, dass die in Deutschland jemals eine Zukunft haben werden. Wahrscheinlich dient das Thema nur dazu, um sich zu profilieren. Haben wir nichts Wichtigeres als Gentechnik? Dann geht es noch um Agrarexporte. Okay, das ist ein Thema, das mich interessiert, aber als Landwirt, der seine Produkte zum Landhändler oder zur Genossenschaft bringt, ist das Thema auch doch eher weiter entfernt. Das ist was für die große Politik. Und welche Konsequenzen sowohl das eine oder das andere für mich hat, kann ich nicht richtig abschätzen. Das wüsste ich gerne sehr viel konkreter von euch. Alle sprechen auch davon, dass wir Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen müssen. Wie recht ihr da habt. Wir Landwirte müssen Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen. Wo da die Unterstützung von euch ist, kann ich nicht wirklich sehen. Egal welche Partei. Das sind schöne Worte, aber wenig Konkretes. Was bei mir hängen bleibt, ist eine Unsicherheit, wie es mit der Landwirtschaft in Deutschland weitergeht. Etwas, mit dem ich planen kann. Das darf auch ruhig unbequem sein. Aber als Unternehmer kann ich mich auf neue Rahmenbedingungen einstellen. Das bin ich gewohnt. Ich werde am 24. September wählen gehen. Das ist sicher. Ich weiß auch, welche Partei. Aber auch mit der bin ich unzufrieden. Sie ist halt das kleinere Übel.